Ja, vielen Dank für die Einführung und Hinführung auch zum Thema. Vielleicht noch kurz, auch das Thema hat uns schon länger sehr interessiert und wir wollten schon länger so eine Tagung auch veranstalten über Empathie und Einfühlung. Aber irgendwie hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt sind wir 10 Jahre unterwegs als die Steingesellschaft hier in Österreich. Aber jetzt klappt es und für mich vielleicht besonders interessant eben wegen der Ausbildung zum Psychotherapeuten, wo man berufsmäßig empathisch sein soll und natürlich besonders gut und wir lernen das und üben das. Und dann lesen wir, wer das will, also als Psychotherapeut, die Dissertation Edith Steins, und merken, was ich da betreibe, ist vielleicht auch gar nicht Empathie oder was ist das? Es ist sehr interessant für mich zu sehen, dass sie das auch als Problem der Einfühlung, also Einfühlungsproblem in der Dissertation zum Titel macht, weil es gar nicht so leicht ist mit dieser Empathie, finde ich. Erstens verwendet sie das Wort Einfühlung. Und wir verwenden heutzutage eher Empathie. Einfühlung ist ein bisschen zu deutsch. Das darf man nicht mehr richtig. Ne? Empathie klingt schon fast englisch, also viel besser irgendwie. Aber ist das dasselbe? Und was ist damit gemeint? Also erst einmal mit Empathie im Allgemeinen. Da gibt's offensichtlich mehrere Ansichten und mehrere Definitionen. Und dann natürlich mit meinem Vortrag jetzt als Einleitung zur Tagung möchte ich Ihnen so nahebringen, was Edith Stein schreibt. Gleich sage ich dazu, dass ich natürlich nicht die ganze Dissertation in 3/4 Stunde oder so zusammen quetschen kann und will. Das würde nichts bringen. Aber vielleicht schaffe ich es, Ihnen ein paar Punkte zu nennen, die interessant sind. Und was mir auch besonders ein Anliegen ist, Ihnen die Vorträge, die noch kommen, schmackhaft zu machen, weil sie auch so gewählt wurden, dass sie eben ja gewisse Aspekte, die auch in der Dissertation vorkommen, aus anderen Gesichtspunkten beleuchten. Das werde ich Ihnen jetzt im Laufe des Vortrags etwas erklären. Wir haben eben morgen auch die Seite der Neurobiologie, also der Aspekt der Empathie auf physiologischer Ebene, erst einmal im Körper und im Hirn, im Nervensystem und so weiter. Aber auch dann, was für Edith Stein genauso, also nicht genauso, sondern sehr wichtig ist, ganz zentral ist, die Bedeutung der Empathie im Aufbau der menschlichen Person. Das ist eigentlich ihr Interesse, wenn sie ihre philosophischen Studien betreibt, die Person und deren Aufbau. Und so werden wir morgen intensiver, als ich es jetzt machen kann, auch trinitarische Aspekte beleuchten, also diesen Bezug zwischen Gottes Ebenbildlichkeit und menschlicher Person. Und da spielt diese Fähigkeit zur Empathie eine wichtige, wichtige Rolle. Damit Sie auch morgen kommen, ja, weil es eigentlich sehr interessant sein wird. Empathie. Jetzt als guter Psychotherapeut würde ich die halbe Stunde retten von meinem Vortrag, indem ich hier eine Tafel aufstelle und sage, was meinen Sie über Empathie? So Brainstorming, ja. Mag ich nicht, aber wenn Sie ein bisschen nachdenken, was es für Sie heißt, Empathie, also was Sie mit dem Wort Empathie konkret verbinden oder Einfühlung oder meint man was anderes damit? Ich möchte auf das Thema ein bisschen so von rundherum schauen. Heute, eben nach 5 Jahren seit der Veröffentlichung der Dissertation
ist Empathie ein wenig so ein geläufiges Wort in aller Munde sozusagen. Da wird auch oft eingefordert, dass Gesellschaften empathisch sein sollen, dass wir als Menschen empathisch sein sollen. Und es wird auch das Auge geworfen auf Situationen, die Empathie erschweren, Kriegssituationen oder Diktaturen und so weiter. Und Empathie ist hier, ein bisschen so im Allgemeinen, einfach die Fähigkeit, sich, also das, den Gefühlszustand, den inneren Zustand eines Menschen zu erfassen, mit dem in Verbindung zu sein, wissen, wie es einem geht, so ungefähr. Ganz salopp ausgedrückt. Wobei die meisten, glaube ich, grundsätzlich ich auch, vermischen das, und das ist nicht schlecht, erst einmal auch mit einem gewissen Wohlwollen. Also für viele ist Empathie und Sympathie ganz nah aneinander. Das ist kein großer Unterschied. Oder mit Mitleid. Seien Sie bitte empathisch als Vorwurf, als moderner Vorwurf, heißt, haben Sie doch bitte etwas Mitgefühl mit mir. Ja. Und das ist alles recht und gut. Es ist aber, wie soll ich sagen, ein Bedeutungsfeld, das viel weiter geht oder etwas ungenauer ist, als was Edi Stein in ihrer Arbeit bearbeitet, richtig. Obwohl es natürlich Bezüge gibt. Also, wir sollen bitteschön empathisch sein. Das ist eine Maxime heutzutage. Und wer von Ihnen, hebe die Hand, wer ist dagegen, dass man empathisch sein soll? Traut sich eh keiner, vielleicht. Ich zeige Ihnen aber, wer sich traut. Und zwar habe ich hier ein einigermaßen bekannter schon Professor, der Herr Breithaupt, Fritz Breithaupt, der Kommunikationsforscher ist oder Kognitionsforscher, wie es so schön heißt. Der hat vor kurzem ein Buch, also vor wenigen Jahren, sagen wir so, ein Buch geschrieben, Die dunklen Seiten der Empathie. Ja, auch lesenswert. Wozu sind Menschen fähig? Weil sie über Mitgefühl verfügen. Also, auf das möchte ich auch kurz eingehen. Empathie ist erst einmal, naja, nicht unbedingt mit einem Wohlwollen verbunden, also mit einer Zuneigung zum Mitmenschen oder zu einem Impuls, dann ihm Gutes zu tun aufgrund der Empathie, aufgrund des Mitgefühls. Kann natürlich sein und es soll vielleicht, wenn wir ein bisschen moralisch so sprechen, aber es muss nicht wirklich sein. Empathie ist eine Stufe vorher. Empathie ist im Grunde die Erkenntnis, also des inneren Erlebens eines Menschen. Die Bewertung und die Reaktion meinerseits ist eine andere Stufe, wie ich dazu stehe. Das will der Herr Breithaupt hier unterstreichen und bringt natürlich ganz extreme Beispiele. Sagt zum Beispiel, bei Fällen von Sadismus sagen einige aus, dass sie sich in das Leid einfühlen, ja, dieses Leid wahrnehmen und auch ja, fühlen, im weitesten Sinne mitfühlen, ist das, was ihnen am meisten Freude macht. Deshalb der Sadismus. Haben sie gar keine Empathie? Naja, eine Empathiefähigkeit haben diese Menschen. Und das Ergebnis ist aber
etwas anderes, als wir, was wir uns vorstellen. Dann kann Empathie, und ich möchte bewusst ein bisschen von diesen negativen Seiten anfangen, weil ja uns wenig erlaubt, das Thema breiter zu fassen. Ja. Empathie, ein geläufiger Missbrauch von Empathie, also von dieser Fähigkeit, das Erleben, das innere Erleben eines Menschen zu erfassen, mehr oder weniger, also in Kontakt zu treten mit diesem Inneren, ist die Manipulation. Ja, also empathisch ist auch derjenige Marketingforscher, der gleich merkt, was ihnen Freude macht, wann sie Freude haben, wann sie keine Freude haben, wie sie, ob sie traurig sind und wie sie natürlich zu diesem gebracht werden, um das als eigenes Wissen zu nutzen, aber aus eigenen Interessen. Wenn ich weiß, was ihnen Geschmack auf etwas macht, also wie ich das schaffe, weil ich es auch empathisch wahrgenommen oder erkannt habe, in der Situation werden sie, haben sie eine Freude. Und ich merke das, weil ich empathisch bin. Oder weil sie es mir sagen, aber beides, ja, das gehört dazu. Dann kann ich versuchen, sie in diese Situation zu bringen, aber mit Tricks vielleicht. Also, Gelegenheit zum Missbrauch. Und im Politischen machen wir einen breiten Bogen. Empathie als diese einfache Fähigkeit, wenn wir es mit Mitgefühl so vermischen, kann ebenfalls missbraucht werden. Zum Beispiel zu einem, jetzt ist ein überspitztes Beispiel, aber doch auch zu einem Krieg. Ja, ich zeige Ihnen Menschen, die leiden, und treibe es so weit, dass sie aufgrund ihrer Empathiefähigkeit auch wirklich dieses Leid stark wahrnehmen, wahrscheinlich auch mit einer gewissen Gefühlsübertragung und so weiter. Aber auf alle Fälle reagieren sie auch stark darauf und sind bereit, vielleicht gegen den Feind zu ziehen, aufgrund dieser Wahrnehmung, dieser Erkenntnis, dieser Empathie, ja. Ich bleibe bewusst ein bisschen vage, ja, mit diesen Wörtern, weil Sie sehen, es ist alles sehr verflochten, besonders im Alltagsgebrauch, ja, des Wortes. Wenn Empathie ein Wissen ist, ein Erkennen, kann dieses Wissen auch missbraucht werden. Oder zumindest nicht nur zum Zweck des Helfens. So achten wir darauf, ein bisschen Mitgefühl und Empathie etwas sauber auseinanderzuhalten. Was mache ich, wenn ich erst einmal Empathie verstehen will? Heutzutage tippt man Wikipedia, ja, und Empathie. Was kommt raus? Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Ein damit korrespondierender allgemeinsprachlicher Begriff ist Einfühlungsvermögen. Ja? Es ist eine Definition, die eigentlich aus einem Psychologie-Lexikon genommen wurde, das sehr, man soll auch die Empfindungen nachempfinden, verstehen, erkennen. Sie sehen hier wieder, ist sehr viel drin in dieser Empathie. In diesem Verständnis zumindest.
Das ist oft der Fall bei Definitionen. Ja? Die Vorstellung, dass Empathie heißt, ich trete in die Fußstapfen oder wie sagt man da, in die Schuhe, in die Klamotten eines anderen und erlebe die Situation, also als ob ich in dieser Situation wäre. Ich erzähle es noch ein bisschen breit, bevor ich auf Edelstein komme, weil es eigentlich Definitionen sind, die nicht das treffen, was Edelstein bespricht. Ja, sind vielleicht erweiterte Gedanken, aber eigentlich wehrt sie sich gegen dieses stellvertretende Erleben, dieses, ja, aber ich komme dann noch drauf. Ja gut, und das von Wikipedia habe ich Ihnen schon gesagt. Vielleicht nur zum Spaß noch ein Artikel aus der Welt. Eine Redakteurin schreibt, warum all die empathischen Menschen heute die neuen Narzissen sind. Das ist dann sehr provokant, ja. Der Narzisst ist gerade der, der eigentlich nicht viel Mitgefühl hat und so. Aber Narzissten sind sehr empathisch, gewissermaßen. Also nach dem, was Edelstein zumindest als Empathie versteht. Narzissten würden wir sagen, normalerweise, naja, richtig empathisch, mitfühlend sind sie nicht. Ja, sie denken nur an sich. Aber empathisch sind sie meistens jetzt. Diese allgemeinen Aussagen, ja, aber doch, weil sie dann durch ihre Empathiefähigkeit die Menschen um sich herum eben manipulieren können und zu gewissen Zwecken, auch zur eigenen Ehre, also benutzen können. Man sagt von Narzissten, die wissen sofort, wo dein Schwachpunkt ist, ja, und nützen es aus. Das geht ohne Empathiefähigkeit nicht wirklich. Also andere Psychopathologien, die sehr empathiehemmend sind oder die darauf basieren, kennen das Manipulieren nicht so, also nicht so bewusst zumindest. Weil eben der Mensch in der Empathiefähigkeit gehemmt ist, und auch dann diese Manipulationsmöglichkeiten nicht hat. Gut, also Sie sehen, wie schlecht Empathie ist. Wir könnten den Vortrag schließen und dann sagen, lieber ein bisschen weniger Empathie. Ja, vielleicht soll man wirklich nicht zu viel empathisch sein. Weiß nicht. Wir kommen morgen wahrscheinlich auch auf einen weitere Aspekte. Natürlich in der Psychotherapie, und Herr Dr. Ehrmann wird auch darüber sprechen, spielt die Empathie eine sehr wichtige und konstruktive Rolle natürlich. Gut, ich komme langsam aber zu Edelstein. Ups, Moment, auf meinen Papieren. Das kann ich, glaube ich. Ja, vielleicht, das habe ich mir, also wenn Sie interessiert, nur kurz kann ich sagen, dass das Wort eigentlich relativ neu ist, ja, Empathie. Also wir haben im deutschsprachigen Raum eher Einfühlung, auch im philosophischen Bereich nicht so alt, trat auf in der Verwendung eher in der Ästhetik und auch in der in der Betrachtung von Kunstwerken, wie man sich hineinversetzt in eine Situation, was erzeugt dieses Kunstwerk in mir. Und ist dann aber besonders in der Zeit von Edelstein sehr, sehr wichtig geworden. Und
Warum erst einmal? Weil der, ja, das Hauptinteresse vieler oder vielleicht der meisten eher philosophischen Richtungen sehr wohl das Erkennen ist. Also wie wir als Menschen erkennen, Zugang haben zur Außenwelt, zu den Objekten. Das ist immer wieder ein Thema bei den Philosophen. Und bei jedem taucht die Frage auf, ja, was ist dann der Unterschied zwischen dem Erkennen eines Gegenstandes, eines körperlichen, unlebendigen und dem Erkennen, wie auch immer gearteten Erkennen, eines Menschen. Da, glaube ich, wären wir gleich einig, dass es ein Unterschied ist vom Erkennen vom eines Stuhles und Erkennen oder ja Wesensbeschreibung, vielleicht Wesenserkenntnis eines Menschen ist. Wenn ich Ihnen in die Augen schaue, kann ich einiges erkennen, vielleicht mehr als Sie denken oder als Ihnen gerne lieb ist. Das können Sie auch bei mir, ne? Aber gleichzeitig erleben Sie sicher, dass dieses Erkennen eine Grenze hat, also nicht so ganz und voll sein kann wie bei einem Gegenstand, wo, und das ist dann der Punkt, keine Subjektivität in unserem Sinne ist, in unserem persönlichen, personalen Sinn. Also was wir so schnell sagen, dass der andere, der Mensch, ein Geheimnis ist, ist auch philosophisch jetzt klar. Es ist ein Unterschied in dieser Erkenntnis, in diesem Erkennen. Obwohl es witzig ist, finde ich, dass, das habe ich jetzt nur nachgelesen, ich bin kein Husserl-Experte, dass er das Wort Einfühlung oder ja, empathisches Verstehen eigentlich zuerst für Objekte verwendet, aber natürlich nicht im Kontext von Gefühlen oder so, sondern das wäre die Fähigkeit beim Betrachter, zum Beispiel, wenn ich den Sessel anschaue und ich sehe nur drei Füße, durch meine Fähigkeit, diese Fähigkeit des Einfühlungsvermögen, kann ich trotzdem erkennen, dass es ein Sessel ist, auch wenn ich das vierte Bein nicht sehe. Ja? Also ich brauche nicht, um das ganze Objekt rundherum zu gehen, um es zu erkennen für das, was es ist. Na gut, das nur in Klammern. Das, glaube ich, bringt nicht sehr viel, was ich Ihnen jetzt sage. Also, da brauchen wir, und das tut Edith Stein auch voraussetzen, diese Besonderheit des Erkennens, des Erlebens eines Menschen im Vergleich zur Erkenntnis eines Gegenstandes. Es gibt ein Subjekt, das ein, sagen wir mal so, ich verwende nicht immer die ganz genauen Wörter, ja, verzeihen Sie mir, aber dass es ein Innenleben hat, auch eine Subjektivität, also ein Willen, eine geistige Begabung. Um mit dieser in Kontakt zu kommen, das ist anders als eben ein Aschenbecher zu beschreiben. Obwohl die Methode der Phänomenologie eben durch Beschreibungen vorangehen will und durch immer genauere Beschreibungen. Was ist also Und das ist das Thema, das Husserl auch interessiert in diesen Zeiten, in diesen Jahren. Und das bekommt Edith Stein auch mit. Er hat schon ein wenig drüber geschrieben, aber nicht ausführlich, nicht wirklich in die Ausführlichkeit, die er sich selber wünschte. Und da kommt Edith Stein und übernimmt das Thema sozusagen
für die Dissertation. Übrigens fällt die Bearbeitung der Dissertation in eine sehr wichtige Lebensphase von Edith Stein. Das ist auch die Zeit während des Ersten Weltkrieges, die Erfahrung im Lazarett, der Kontakt mit Überlebenden und Verstorbenen. Also eine sehr wichtige, auch existenzielle Phase, aber auf die komme ich nicht wirklich zu sprechen. Sie unterbricht ein wenig die Arbeit und nimmt es wieder auf. Und auch die Beziehung zum Husserl ist interessant in der Zeit. Und auch wie Husserl sich dann benimmt bei dieser Doktorarbeit, die er allerdings wirklich als sehr positiv begutachtet und beurteilt. Ja. Moment. Also. Muss da Ordnung bringen wegen der Zeit. Also wie geschieht diese Erkenntnis des inneren Erlebens des anderen? Ja, das ist die Frage. Und was bedeutet das? Vielleicht hat es weitere Konsequenzen. Das ist der wichtige Punkt, glaube ich, bei der Arbeit, dass diese Empathie sich entpuppt als ganz wesentlich überhaupt für den Aufbau der menschlichen Person. Ich habe hier ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich Ihnen die Dissertation kurz vorstelle. Aber natürlich, Edith Stein, das ist der Anfang des Denkens Edith Steins, kann man sagen. Oder, naja, nicht ganz, aber sie denkt weiter natürlich. Sie konvertiert auch später. Und morgen hören wir sicher viel mehr von den späteren Werken von Edith Steins, die zwar die meisten nicht jetzt explizit von Empathie sprechen, aber von sehr verwandten Themen und Situationen sozusagen. Da erwarte ich auch von Professor Gelf-Falkowitz gerade in dem Punkt mehr Licht. Ich bleibe noch bis 1917. Ja. Also auf diesem relativ enges Thema, was sie sich vornimmt. Husserl sagt ihr, ja, besprechen Sie, untersuchen Sie die Empathie, also Einfühlung, die Einfühlung anhand oder ja, so in Absetzung von einem großen Denker, der sich damit befasst hat, von Theodor Lips, der zum Beispiel, und ich sage Ihnen ein paar Beispiele von Erklärungen, die sehr plausibel vorkommen können, die aber für Edith Stein nicht haltbar sind. Also andere Erklärungen für Empathie. Theodor Lips ist die Vermutung oder die Erklärung dieses Vorgangs so, dass eine gewisse Nachahmung in uns, sage ich mal, als Informatiker vorprogrammiert ist. Also was geschieht, wenn ich einen Menschen sehe, der sich so und so bewegt. Und dann gibt es das berühmte Beispiel vom Akrobaten. Da meint er, da ist in uns innewohnend eine Tendenz, das nachzuahmen. Manchmal wirklich in den Bewegungen, aber innerlich zumindest. Also diese Rolle einzunehmen und mitzugehen, nachzuahmen. Ja. So auch für das, was Gefühle betrifft. Also einzusteigen und mitzumachen, nachzuahmen.
Da sieht Edelstein eher die Gefahr einer, naja, einer Aufhebung der Trennung zwischen dem Subjekt, also dem Betrachtenden und dem Betrachteten. Also da gibt es viele Beispiele und Punkte, wo sie nachweist, dass das nicht, zumindest nicht immer so ist. Durch diese Nachahmungstheorie wir nicht wirklich das Wesen der Empathie erfassen können. Eine andere Theorie, die heutzutage vielleicht auch aufgrund der neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, aber schon damals auch geläufig war, eine gewisse Simulationstheorie heißt es, heutzutage zumindest. Also, um etwas zu erleben, erfassen vom anderen, muss ich in mir schon einen ähnlichen Zustand haben oder erzeugt haben durch die Wahrnehmung des anderen. Also es läuft so, dass ich jemanden erlebe und äußerlich mir auch etwas mitgeteilt habe, aber ich erlebe erst einmal, dass in mir eine Traurigkeit da ist, Ausnummer, eine Traurigkeit da ist, die vom anderen provoziert wurde. Und erst dann merke ich, dass eben diese Traurigkeit nicht meine ist, also schon meine, aber nicht von mir selbst erzeugt und begründet, sondern vom anderen, von der Wahrnehmung des anderen. Also ich bin in Gegenwart oder in Kontakt mit einer Person, erkenne aber zuerst, dass in mir was Ähnliches ist, eher eine Traurigkeit oder ein Gefühl, und dann durch näheres Betrachten kann ich doch sagen, es ist nicht von mir produziert, sondern es hängt von der Person ab, die mir gegenübersteht. Ja? Empathie oder Gefühlsansteckung oder, ja, wir kennen das vielleicht, wenn wir aufmerksam schauen, dass zum Beispiel in einer Gruppe jetzt eine Person hineinkommt, in eine kleinere Gruppe, die, Hausnummer jetzt mag ich, stark depressiv ist, ohne dass sie es wissen und ohne dass sie zu viel hinschauen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine gewisse Bedrücktheit sich breit macht und sie auch eine depressive jetzt oder prädepressive Stimmung entwickeln, wo sie dann merken, ja, wo kommt das her? Ja. Und dann erst das nähere Betrachten erlaubt ihnen zu klären, ja, das ist eine gewisse Gefühlsansteckung durch den anderen. Ja. Das ist wieder etwas anderes als Empathie im Sinne Edelsteins. Edelsteins reduziert stark, würde ich mal sagen, das Feld ihrer Untersuchungen erst einmal und versucht es abzugrenzen von diesen eben Gefühlsvermischungen, von dieser Einsfühlung statt Einfühlung, ja, um das klar herauszufinden, ja, was ist dann, was passiert mit der Empathie, wo ich eigentlich als, ja, dem anderen gegenüberstehe, also gewissermaßen in Kontakt bin, erst einmal durch seine Körperlichkeit, das ist auch ein wichtiger Punkt, von dem, was er mir zeigt von sich. Brauche ich ein inneres Gefühl, das ähnlich ist? Nein, nicht unbedingt. Ja. Brauche ich dieses Gefühl schon irgendwann mal erlebt zu haben, das ist eine wichtige Frage. Also kann ich im anderen nur das erkennen, was ich schon mal erlebt habe? Oder ist das eine Art von Wissen, das nicht von meiner Vorgeschichte abhängt? Wir sagen es auch in der Psychotherapie, ja, und das ist sehr plausibel. Wenn man selber
keinen wirklichen Zugang zu einem Gefühl hat. So, wenn ich zum Beispiel in meinem Leben nie richtige Angst erlebt habe, Lebensangst, so wirklich lebensbedrohlich, kann ich dann empathisch mich auf jemanden einlassen, der das hat oder gehabt hat? Oder sind da Grenzen gesetzt? Ja. Natürlich sind Grenzen gesetzt, also antworte ich gleich. Aber es ist nicht prinzipiell unmöglich. Das Schöne an Edith Stein finde ich, dass sie zwar diesen reinen Weg gehen will, wie üblich bei ihr, also wirklich die Klarheit, aber das andere nicht ganz ausschließt. Also es ist nicht, verstehen Sie, also sie schließt dann nicht aus, sondern schließt es ein dann, zwar nicht zentral, aber doch auch, dass mein Typus, dass meine Persönlichkeit, dass meine Erfahrungen auch eine Rolle mitspielen bei der Empathiefähigkeit. Dass also das keine neutrale Fähigkeit ist, dass die also von mir auch abhängig ist oder zumindest beeinflusst ist. Warum ist aber die Arbeit von Edith Stein in den Augen auch moderner Denker wichtig? Vielleicht nicht so sehr, weil sie sehr viele Fragen beantwortet, wie man so schön sagt, und das ist vielleicht ein Plus bei großen Denkern, sondern dass sie auch viele Fragen aufwirft. Ja, das ist schon 100 Jahre her. Erst einmal sicher die Erwartung und der Anspruch einer viel deutlicheren Genauigkeit bei der Betrachtung des Phänomens, als es üblicherweise der Fall ist, wo sehr viel vermischt wird. Und sie beschreibt aber schon damals Phänomene oder Prozesse, die heute auch sehr wichtig sind, also sehr wichtig waren sie immer, aber Prozesse, die auch heute immer wieder so in der Psychologie, in der Pädagogik auch hineingenommen werden. Und manchmal, denke ich, wird sie ein bisschen vergessen vielleicht, also ich von dem, was ich lese, und es wird viel publiziert über Empathie. Zum Beispiel beschreibt sie sehr schön, aber das ist wirklich ein grundlegendes philosophisches Thema, dass diese Empathie, also diese Hinwendung zum anderen, also Hinwendung, dieses Erleben des anderen, das ist sehr wichtig, glaube ich, auch eine Wirkung auf mich selbst hat. Ja? Also sie spricht auch von dem Beitrag der Einfühlung meinerseits in das Erleben des anderen als Beitrag zu meiner Selbsterkenntnis, also zur Einfühlung meines Erlebens. Also es geht nicht nur in eine Richtung, manchmal sogar bewusst in beiden Richtungen, indem man eine iterierbare oder iterierte, also wiederholte Empathie betreibt. Also ich habe mein als Subjekt eine andere Subjektivität vor mir. Das heißt, diese hat auch Empathiefähigkeit. Sie kann auch auf mein Erleben ein Auge werfen. Und dieses empathisch verstanden werden, das wissen wir in der Psychotherapie, ist etwas, was sehr wirksam ist. Edith Stein beschreibt es jetzt nicht als Heilungsverfahren, aber wir in der Psychotherapie, in gewissen Richtungen zumindest, sehen das als zentral. Die Wirkung bei mir, dass ich jemanden habe, der versucht, mich empathisch zu verstehen. So jemand, der sich auf den Weg macht, mich zu verstehen, öffnet in mir auch vielleicht unbekannte Schichten, die auch zum Wachstum gebracht werden. Und aber eben auch im Anderen. Ja? Also das mehr oder weniger bewusst und mehr oder weniger intensiv natürlich. Sie sehen aber da, und dann schließe ich auch, weil das jetzt sehr weit führt. Ja,
Ich glaube, die meisten Philosophen, aber einige betreiben das bewusst, aber die meisten und haben ein bisschen Angst vor dem, dem Solipsismus, ja, also dass ich praktisch das alles bei mir ist und auch die Außenwelt so gut wie nur ein Produkt von mir und von meinem, ja, von meiner Konstruktion durch das, was ich erkennen denke, nenne. Und für die Steine ist diese Empathie gerade doch der Beweis oder sagen wir so die, das Mittel, um zu zeigen, dass es eine andere Subjektivität gibt, also nicht nur eine, sondern viele, dass also ich nicht der einzige Bezugspunkt, Zentrum der Welt, würde man sagen, bin, sondern dass es andere gibt. Das ist etwas, was intuitiv eben so verständlich ist, aber gar nicht so klar ist. Wenn ich den Menschen als Objekt, rein als Objekt verstehe, als Körper nur, dann ja, bin ich eigentlich wieder der Einzige, der diese Fähigkeit hat, der Einzige, ja, das Zentrum der Welt. Also das einzige Bezugssystem bleibt nur meines. Indem ich Empathie erlebe auch, ja, merke ich, dass es viele Bezugssysteme gibt, ja, in jedem. Also diese Subjektivität bei jedem. Und das beweist mir aber, dass sie auch nicht alle meine, die Konstrukte meines Bewusstseins sind, sondern dass wir, ja, jeder eben diese Subjektivität besitzt. Ja, die vielen Auswirkungen dieser paar Sätze, die vielleicht, die kommen morgen, glaube ich, in der Auseinandersetzung. Wenn wir zum Beispiel die Neurobiologie anschauen, diese berühmten Spiegelneuronen, ja, was im Kopf passiert, erklärt das die ganze Empathiefähigkeit des Menschen oder fehlt da etwas? Und was können wir davon lernen? Sie sehen, es sind vielleicht noch mehr Fragen als Antworten. Viele Fragen, ja. Ist Empathie kulturbedingt? Edith Stein eben spricht einige Punkte an, spricht vom Typus der Person. Aber meine Deutungen, der Zugang zum inneren Erleben deines Menschen, inwieweit hängt das von meiner persönlichen, auch, ja, persönlichen Struktur grundsätzlich, aber auch von meiner Geschichte, von meiner Erziehung? Ja? Wie ist das von meinen Brillen geprägt, ja, was ich bei Ihnen sehe? Wie viel davon ist in Projektionen, ja, wo ich eigentlich Gefühle von mir in Sie hineinprojiziere? Und inwieweit, und das ist auch eine interessante Frage, ich glaube, da kommen wir auch morgen dazu, welche Prozesse können Empathiefähigkeit mindern, also hemmen? Was macht einen Menschen weniger empathisch oder verhindert, dass ihre Empathiefähigkeit wächst? Die Empathiefähigkeit übrigens ist etwas, was man auch lernt. Ja, man sieht bei Kindern eindeutig, ja, das und auch bei Erwachsenen kann man einiges lernen. Ich wollte Ihnen nur am Schluss sagen, dass es dann auch moderne Arbeiten gibt über Edith Stein und die Empathie. Eins finde ich ganz nett, obwohl laut Autor das nicht abschließend ist, aber mein Mitbruder Christoph Betschart schreibt vor 5 Jahren, ist die Liebe die Bedingung von Einfühlung bei Edith Stein? Ja? So Liebe im Sinne von Zuwendung und von Wohlwollen oder nicht? Eigentlich nicht, muss man sagen, absolut. Empathie ist erst einmal etwas, was nicht Liebe voraussetzt. Aber, und da öffne ich eben ein Fenster,
Wie schaut's aus mit Ihrer Erfahrung im religiösen Bereich dann? Ja. Und dann wird schon interessanter auch. Gewisse Formen von Empathie, von Empathiefähigkeit, die sind religiös auch begründet oder andersrum ermöglichen uns auch einen Zugang zum Religiösen. Nun, ich wollte Ihnen, sie schreibt am Ende, und das ist immer ein guter Abschluss eines Vortrags. Übrigens, die Dissertation ist nicht vollständig erhalten, ja, das in Klammern. Deshalb der Abschluss, den ich jetzt zitiere, ist nicht ganz der Abschluss der Dissertation. Sie beschreibt die Einfühlung und betont oder beleuchtet sehr auch die Rolle und die Zentralität der Körperlichkeit in diesem Akt, kommt aber dann auf die Frage, wie ist es, wenn wir von Einfühlung in rein geistige Personen denken? Also gibt es da eine Möglichkeit, rein geistige Personen, also Engel oder Gott selbst? Also sie ist zu dem Zeitpunkt noch nicht offiziell gläubig, hat aber offensichtlich einen Zugang zum Religiösen und zumindest philosophisch stellt sich diese Frage. Die sie nicht beantwortet, ist eben nur der letzte Satz. Was ist, wenn jetzt kein Körper vorhanden ist, den ich sehen kann, fühlen kann? Gut. Ich würde hier schließen. Ich weiß nicht ganz, ob ich das Zentrum der Botschaft Edith Stein getroffen habe. Man könnte, also das möchte ich Ihnen mitgeben, dass Empathie für Edith Stein wirklich zum Aufbau der Person wesentlich gehört. Also nicht Aufbau im Sinne von aufgebaut werden oder so, Auferbauung, ja, sondern von der Struktur der Person. Wesentlich dazugehört und da liegt dieses Problem der Einfühlung auch aus philosophischer Sicht. Morgen mehr und weiter noch.